Im Audi Sportpark Union zu Gast beim Tabellenvorletzten Ingolstadt am Montag. 42. Minute, die Ecke eigentlich harmlos, aber da gibt es einen Zweikampf im Zentrum. Elfmeter. Andersson tritt an, der Schwede zum vierten Saisontor. Keeper Knaller hatte die Ecke, aber der Ball geht unter seinem Körper durch. Urs Fischer hatte vor dem Spiel gefordert, wenn wir führen sollten, müssen wir nachlegen. Auswärts, und das tat Gogia. 73. Minute, der Pass von Hartl eigentlich zu kurz, Martip kann aber nicht klären und Hartl halb im Fallen macht das sensationell unhaltbar für Knaller. Union holt den ersten Auswärtssieg der Saison, damit als zweiter, erster Verfolger der Kölner an der Tabelle. Ich habe auf den zweiten Ball gehofft und der kam halt genau und dann habe ich den mitgenommen und dann schieße ich den, glaube ich, im Grätschen. Also Hauptsache, das Ding ist drin, ist mir scheißegal wie. Dass es jetzt so optimal läuft, freut mich natürlich, freut mich für alle, heißt aber bei Weitem aus meiner Sicht gar nichts. Sind erst 8 Runden gespielt, ist noch ein sehr langer Weg.